Hey, baby girl, you're so damn fine. Hallo meine Lieben, willkommen zu einem weiteren Video. Erst einmal riesen Dankeschön für 40.000 Abonnenten. Wow, als ich gestern Abend die Zahl gesehen habe, musste ich echt erstmal schlucken. Das sind schon eine Menge Leute und gerade in den letzten Wochen sind nochmal ganz schön viele dazugekommen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für eure Unterstützung und für euer Vertrauen in mich. Dieses Video ist so ein bisschen eine Ankündigung, was in den nächsten Wochen hier passieren wird, was ich geplant habe. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich eine Videoserie mache zum Thema gesund vegan abnehmen, weil das tatsächlich das Thema ist, über das ich die meisten Fragen bekomme im Moment. Und ich möchte da auf jeden Fall ganz stark auf das Thema Hormone eingehen, weil wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, hatte ich ja extreme Probleme mit der Pille, beziehungsweise nach dem Absetzen der Pille. Habe damals 15 Kilo zugenommen in kürzester Zeit, habe ganz schlimm Akne bekommen und ja, mir ging es auch einfach komplett gar nicht gut. So bin ich überhaupt erst zur veganen Ernährung gekommen und jetzt nach über anderthalb Jahren vegane High-Carb-Ernährung habe ich meine Akne geheilt. Mir geht es so viel besser in meinem Körper und ja, ich habe auch wieder zu einem Gewicht gefunden, mit dem ich mich total wohlfühle. Deswegen möchte ich alle meine Erfahrungen, alle meine Tipps, was ich gelernt habe in den letzten anderthalb Jahren, mit euch teilen. Ich habe mir überlegt, dass ich diese kleine Serie zweisprachig mache. Das heißt, ich mache zu jedem Thema immer ein deutsches Video und ein englisches Video. Das mache ich aus dem Grund, weil ich immer wieder Anfragen für deutsche Videos bekomme und auch unbedingt mehr drehen möchte, aber auch ganz, ganz viele internationale Follower habe. Deswegen wird es dann einfach jedes Video auf zwei Sprachen geben. Das Deutsche könnt ihr immer daran erkennen, dass ein kleines D in Klammern davor ist, einfach zum besseren Überblick für euch und für mich. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch damit einige Fragen beantworten kann und weiterhelfen kann. Wenn ihr bestimmte Videowünsche habt, dann schreibt sie mir unbedingt unten in die Kommentare, damit ich da irgendwie alles abdecken kann und euch so gut es geht weiterhelfen kann. Ich freue mich schon extrem drauf, ehrlich gesagt. Doch vor einem Jahr war ich ziemlich verzweifelt, ehrlich gesagt, was das ganze Thema angeht und was ich machen muss, damit es meinem Körper endlich besser geht und dass ich endlich, ja, heile. Und es gab so viele Momente, in denen ich total verzweifelt war und aufgeben wollte, aber ich bin so froh, dass ich dabei geblieben bin und dass es mir so viel besser geht, dass es mir tatsächlich gelungen ist, meine Hormone wieder in Griff zu kriegen und das komplett ohne irgendwelche Medikamente, die meinem Körper nur noch weiter geschadet hätten. Ich habe in der letzten Zeit auch unglaublich viele E-Mails zum Thema Pille bekommen. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, auf jede Nachricht und auf jede Mail ausführlich zu antworten. Aber selbst wenn ich den ganzen Tag nur das machen würde, dann würde ich wahrscheinlich nicht fertig werden. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, dass es ein bisschen länger dauert, beziehungsweise, dass ich dann einige Fragen einfach in den Videos versuche abzudecken. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass ihr mir die Fragen auf Tumblr schickt. Da könnt ihr die auch anonym stellen und die Antwort ist dann für alle sichtbar. Das finde ich halt total klasse, weil dann muss ich nicht immer wieder das Gleiche beantworten oder so, sondern ihr könnt dann auch einfach nachgucken, was ich auf die vorherigen Fragen schon geschrieben habe. Das war's dann auch schon für heute. Wie gesagt, packt eure Fragen und Themenwünsche unten in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!